It's camera time. Sloppy Disco Radio. Camera C64. It's camera time. Enjoy my channel and have fun. Sloppy Disco Radio. Ein herzliches Hallo, liebe Zuschauer, und willkommen zu einer weiteren Folge Floppy Discovery, und zwar ja auf dem C64. Und ich habe die nächste Diskette eingelegt und das Menü geladen, und da scheint ein Spiel drauf zu sein. Und die Diskette hat wohl einem Manuel 007 gehört oder so, keine Ahnung. Und das Spiel nennt sich Hyperblob. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber wir gehen mal rein, ne? Load Hyperblob. Oh, Moment. 8,1. Searching for Hyperblob. Loading. Und das klackert und der Motor dreht sich. 15,41 am Start. Und ja, so richtig schön oldschool. Ich mag es. Ich habe das schon beim letzten Mal erwähnt, ich könnte zwar von der SD to IEC Sachen laden, aber ich lasse mich einfach mal überraschen, was hier auf den Discs drauf ist. Und ich habe da gerade voll Bock drauf, das wirklich hier alles mal so nach und nach durchzutesten. So, Run. Es tut sich was. Ja, und die Floppy Discs, ich bin erstaunt, wie gut jetzt hier die so als Datenträger noch taugen, weil man so immer denkt, ja, Datenverlust, Entmagnetisierung oder so. Wobei ich denke mal, das ist bei Kassettenbändern eher mal gegeben als bei Discs. Ja, ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Aber das ist ja gerade das Spannende, deswegen nennt sich das hier ja auch Floppy Discovery, wo Disc und Discover, entdecken, drin steht. Ja, weil wir doch einfach mal entdecken wollen, was wir hier so haben. Firebird 1987. Was soll das sein? Das ist jetzt nur eine Demo, oder? Muss man die Viecher da irgendwie... Ja, keine Ahnung. Ich klicke mal hier Fire-Button, gucken, ob das schon läuft. Player One. Mhm. Was muss man denn hier machen? So wie es aussieht, kann ich hier was klicken? Okay, ich glaube, das hätte ich nicht machen dürfen. Ich muss wahrscheinlich verhindern durch Durchsetzen der Blöcke irgendwie, dass die Schädel da abstürzen oder was? Wo ist da denn hin? Was ist passiert? Okay, joa, das geht sehr schnell, stelle ich fest. Verflucht schnell. Also man muss hier irgendwie was machen, dass... Diese Steuerung ist echt so vielleicht. Und hier zumachen, dass sie einfach nicht nach unten abhauen können. Vielleicht kann ich den dann noch wegnehmen. Das geht ja irgendwie wohl auf Zeit. Ich weiß nur nicht. Sieht aus, als hätte ich das geschafft oder was? Oder nicht? Was ist passiert? Da ist ja noch einer. Nachzügler. Ja, komm, 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 komm. Doing, 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 doing. Oh, sehr strange. Blob-Bonus. Tatsache, das ist sowas wie, Lemmings für Arme oder so. Pink Pyjamas. Okay. Ach du Scheiße. Jetzt muss ich mal eben kurz die Lage checken. Jetzt sagen wir, man muss ja irgendwie das ja hinkriegen, dass sie nachher nicht abstürzen, ne? Ja, und was das Schwarze sein soll, weiß ich nicht. Ja, toll. Ja, wenn man das hier so macht. Ah, man kann noch mehrere mitnehmen. Dann kann ich vielleicht von da oben noch ein paar Sachen mitnehmen. Ich weiß nur nicht, wie viel ich auf einmal mitnehmen kann. Ja, nehmen wir einfach von da oben noch was weg.
Ich weiß nicht. Ah, man kann maximal 4 mitnehmen, wie ich da in dem Kasten sehe. Ja, und dann geht es wahrscheinlich zu Ende. Okay. Ah, ich glaube, ich bin also zeitlich einfach zu schlecht hier. So, durch mit euch. Ja, aber ich kriege die ja nicht alle weg hier. Ich weiß auch nicht, was da passiert. Aha, da hüpfen sie drüber. Okay. Und prallt mir ja nicht da hinten ab. Ja, toll. Jetzt. Das wird aber verdammt knapp. Ja, wenn da jetzt noch irgendwelche Nachzügler sind, nein, dann schaffe ich das nicht, weil ein so ein Idiot da noch dranhängt. Okay. Ja, ich hab's kapiert. Greenscreen. Oh, so wie es aussieht, alles klar. Oh Mann, jetzt geht's hier aber schon zur Sache, wa? Und dieser Schädel da, lass mich raten, ist nicht gut. Jo, habe ich gerade festgestellt, war nicht gut. Game over. Okay. Oh, ich kann mich eintragen. Geht das wenigstens über Tastatur? Geht's. Tomaniac. Yes. Okay. Das war Hyperblob. Und ich würde sagen, ich resette das hier mal. Sit. Und wir drehen mal die Floppy-Disk-Seite um und gucken doch schon mal, was finden wir denn da? Wollen wir mal gucken, ob da überhaupt was drauf ist. Gringos. Ich habe keine Ahnung, was Gringos ist, aber es scheint ein längeres Spiel zu sein. Das gucken wir uns auch noch an. Keine Ahnung, was mich hier erwartet und euch. Mal sehen, wie lange das Ganze hier lädt. Gut, ich habe, wie man da auf dem Screen sieht, Fast Loader ist aktiviert. Und zwar habe ich den Epix Fast Loader hier dran. Der beschleunigt das Ganze natürlich dann schon mal. Und ich möchte nicht wissen, was es sonst dauern würde. Aber das hier scheint ja jetzt auch ein größeres Programm zu sein. Aha, okay. Wollen wir mal gucken, ob es startet. Beziehungsweise was uns da erwartet. Wie Sie sehen, sehen Sie erstmal nichts. Aha. Hoffe ich, ist das kein Zwei-Spieler-Game in dem Moment. Zwei gegeneinander oder so. Kann ich hier mit Feuerbutton was machen? Aha. Und dann, wie schieße ich? Ah, ich lade nach. Aha. Ja, das sieht mir fast wie ein Zweispieler-Game aus. Also man schießt, wenn man alles verschossen hat, dann muss man erstmal hier hinterm Kaktus wieder nachladen. Ich frage mich nur, kann man da irgendwie die Anzahl der Spieler da so einstellen mit den F-Tasten? Nein. Also es ist definitiv ein Zweispieler-Game. Wo mir der zweite Spieler. Ich knall den Kaktus ab. So, und jetzt. Jetzt schieße ich den anderen Kaktus ab. So. Dusch, du bist tot. Jawohl, genau. Dead. Press Fire. Ja, das ist für zwei Spieler. Aber ich habe jetzt nur einen Joystick dran. Okay, haben wir das mal gesehen? Das war also Gringos auf Seite 2 der Diskette. Und damit geht diese Episode auch zu Ende. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ich hatte auf jeden Fall Spaß beim Ausprobieren. Und wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, zock mal wieder Mythomaniac. Bleibt mir treu, empfiehlt mich weiter, lasst mir ein Like oder ein Abo da. Das würde mich wahnsinnig freuen. Also, ciao, bis demnächst. Macht's gut, liebe Leute.